Bis zum Ersten Weltkrieg hatte die Jülicher Bevölkerung die Sportanlagen der Garnison mitbenutzen dürfen. Mit der Besatzung ab 1918 fiel das weg. Die Verbindung von Sport und Militär wurde deutlich, als französische Besatzungssoldaten zum Nationalfeiertag Frankreichs in Sportlerkluft durch Jülich liefen. Besonders nach dem Inflationsjahr 1923 wuchs der Wunsch der sportbegeisterten Jugend und ihrer Vereine nach modernen Sportstätten. Der Stadtrat entschied, das Gelände westlich der Ruhr den Vereinen als Freizeitgelände zur Verfügung zu stellen. So entstanden Fußballplätze, eine Radrennbahn, Sprunggruben und Laufbahnen sowie ein Freibad. Bald merkte man die Überforderung der Vereine und die Stadt musste bei Bau und Betrieb helfend unterstützen. Durch die Entmilitarisierung des Rheinlandes beschäftigte die Stadtverwaltung die Nutzung der Militäreinrichtungen nach dem Ende der Besatzung 1929. Der Stadtrat beschloss den Ankauf des Brückenkopfs aus napoleonischer Zeit und seine Nutzung als Park. Neue Wege erschlossen das verwilderte Gelände. Im Norden der Festung konnten Vereine Tiergehege und ein Rosarium anlegen. Die freigelegten Wassergräben fanden als Kahnweiher oder Schlittschuhbahn Verwendung. Die Pläne für eine Freiluftbühne realisierten ab 1933 die Nationalsozialisten mit einer überdimensionierten Thingstätte für bis zu 20.000 Menschen auf der Bühne und auf den Sitzbänken gegenüber des Weihers. Genutzt wurde die Thingstätte für wenige Veranstaltungen in der NS-Zeit. Ende der 1930er Jahre war Haus Hesselmann eine beliebte Gaststätte im Brückenkopf und die Kirmesveranstaltungen füllte regelmäßig den Innenraum.